Hi Leute und herzlich willkommen meine lieben Freunde zurück zu Let's Play Pokémon Omega Rubin. Ja, ihr dürft alle mal den Finger heben und sagen, haha! Ja, ein Epic Fail ist mir tatsächlich passiert. Der Attackenverlerner ist nicht im Baumhaus City, sondern in Seegras Old City. Oh, das klingt ja auch alles gleich. Das ist nämlich da hinten, mich. Nein. Das ist nämlich da. Das heißt, wir müssen immer noch weiter mit unserem Mashok. Ja. Und im letzten Part haben wir auch einen ziemlichen Face vom Moment erlebt, denn statt ein gutes Pokémon zu bekommen, haben wir ein verficktes, dümmliches von mir erhalten. Aber jedenfalls wollen wir jetzt die Stadt erkunden. Ihr kennt das ja mittlerweile. Die Stadt besteht aus Häusern, die auf Bäumen gebaut sind. Aufgrund dieser Lebensweise ist jeder hier gesund und munter. Auch ich fühle mich 30 Jahre jünger, seitdem ich hierher gekommen bin. Vielleicht bist du ja auch nur 30. Du siehst so alt aus, man weiß. Ah, du hast ein Pokémon Multinavi. Du kennst bestimmt natürlich damit aus. Ja. Dachte ich schon, das Pokémon Multinavi ist der Hammer. Wusstest du, dass du mit dem... dass du mit einem QR-Code über den PC in deiner Geheimbasis unterschiedliche Sachen machen kannst? Du kannst zum Beispiel beispielsweise einen QR-Code für deine Geheimbasis erstellen oder mit einem QR-Code die Geheimbasis von jemand anders aufspielen. Oh! Das ist eine coole Information. Das muss ich mir merken. Dass ich denn eventuell nach dem Let's Play im Internet nach QR-Codes suche von Geheimbasen, dass ich die dann mache. Na, Kötchen, arbeitest du an deinem Pokédex? An deiner Stelle würde ich mich auf die Safari-Zone auf Route 120 besuchen. Da werden wir definitiv noch hingehen. Oh ja. Ja, da gehen wir noch hin. Manche Pokémon entwickeln sich, wenn man sie mit Freunden tauscht. Ja. Aber nicht, wenn man ein Idiot ist und eine Feuerattacke beigebracht hat. Ja, seit dem Baumrang steigt ein Pokémon sofort ein Level auf. By the way. Superschutz hält lange an und ist auch äußerst nützlich. Es ist besser als Normalschutz. Der Topschutz ist noch besser. Ich habe immer mehr Items, als ich eigentlich brauche. Man weiß ja nie, was kommt. Vorsicht ist halt besser als Nachsicht. Jo. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach oben. Ich hätte nicht den Attackenverlerner. Ich habe nämlich gerade im Internet nachgeguckt. Zwischen den Parts und den Weiches wen. Es gibt hier keinen Attackenverlerner. Hi, ich suche ein ganz bestimmtes Pokémon. Nach einem Pandir, um genauer zu sein. Hast du vielleicht was dabei? Würdest du es gegen ein Nico tauschen? Ich habe ein Pandia, aber ich tausche es bestimmt nicht gegen einen Nico. Wenn man Pokémon tauscht, tauscht man gleichzeitig ein Stück seiner Erinnerung mit. Nein, nicht mit meinem Pandia. Bestimmt nicht. Ich glaube nicht. Ein weiteres Haus. Wo zwei Zwillinge gehen? Eine besondere Gabe erlaubt es mir, dir zu sagen, welche Typs Kraftreserve dein Pokémon deiner Wahl sein wird. Hab ich dein Interesse geweckt? Nein, dann verpiss dich, du junger Bastard. Sowohl Menschen als auch Pokémon verfügen über die versteckte Kraftreserve, die durch das Leben der Natur freigesetzt wird. Dann lass mich sehen, ob dein Kraftreserve freigesetzt ist. Also nutze deine und sag mir, welche Hand die Münze liegt. Linke oder rechte? Einfache Substitution. Oh, das war scheiße. Na, willst du das einfach versuchen, du Lappen? Oh, das stimmt. Recht. Oh, das war wieder richtig. Oh, schade, Waldkraten. Ich verarsche den nämlich die ganze Zeit nur. Danke.
Oh, da liegt ein Ball. Habe ich ja überhaupt noch gar nicht gesehen. Ja, ich hatte nämlich hier erstmal... Ein unsichtbarer Weg blockiert den Weg. Und lässt dich nicht an die TM. Und du kannst auch nicht außen rum gehen, weil Nintendo das so sagt. Was ist da? Was hast du da? Oh, ein Pokédex, wirklich klasse. Da ich gerade an deinem Pokémon sehe, fällt mir ein, ich habe einen Trainer namens Troy getroffen, der seltsame Steine gesucht hat. Oh Junge, der hat vielleicht ein interessantes Pokémon bei sich. Die waren nur selten so ausgesprochen gut trainiert. Stimmt, hat er seinen Pokémon noch gut trainiert. Schön geil. Ha, du riechst angesagt. Warst du bei einem Vulkan oder so? Ja, doch, ich war schon mal bei einem Vulkan. War schon vor längerer Part, ja. Hallo. Wenn ich mit meinen Pokémon zusammen bin, finden wir schnell Freunde. Und so rücken Menschen weltweit näher zusammen. Ist das nicht wunderbar? Fertig? Los, Vogel-Pokémon! Ich habe meinen Wingal als kleinen Bodengang geschickt. Okay. Hey, da steht doch Troy! Jo, Kollege! Dieses Pokémon auf der Route. Dieses Pokémon hat sich offenbar auf der Route 120 auch. Ja! Sagt nichts, geht weiter. Ich wollte zur Pokémon, aber irgendwas blockiert den Weg. Und das, nachdem ich auf Route 120 fleißig trainiert habe. Am Boden nimmt man Regenwasser auf. Die Bäume trinken und wachsen dadurch. Unsere Baumhausen-City-Existenz, weil es genügend Wasser auf der Erde gibt. Guter Trivia. Nein! Nein! Hadi hof, Louis! Mir war klar, dass wir dich hier treffen würden. Nein. What? Weißt du nicht, wo du hier bist? Am schlimmsten Ort des Planetens. Bei der Geheimweisengilde. Oh no, sag bloß, du hast doch nie davon gehört. Oh, dann wir. Ich dich lieber an den... Ja. Die Geheimbasengilde ist eine Organisation, die dabei hilft, ihre Geheimbasen im Alltag abenteuerlich zu gestalten. Fantastic, oder? Hier gibt es Tipps, wie du bei maximalen Fun aus deinen Geheimbasen herauskommst und many exclusive Artikel erhalten kannst. Und zu guter Letzt kannst du mich hier treffen, rund um die Uhr. Johnson ist immer zur Stelle und geht dich immer wieder auf den Sack. Wenn du nicht überzeugt bist, Partner, dann kann ich dir auch nicht helfen. Oh, mir fällt ein, gerade auf, dass du noch kein Team gegründet hast. Mit deinem Team ist eine Gruppe von Friends gemeint, die sich in eine Geheimbasis trifft. Man könnte sie auch als Clique bezeichnen. Das Wort kann man auch lieber als Team benutzen. Klingt irgendwie mehr nach Abenteuer. In einem Team zu gründen musst du dich einem Bewohner andere Geheimbasen anfreunden. Manchmal braucht es etwas Zeit für sich. Manchmal machen mit Freunden auch einfach mehr Fun. Also gibt dir noch gut, probiert aus. Und gründe ein Team. By the way, sammelst du auch fleißig Farben. Die Geheimbasen gehen Teilteams nach der Anzahl ihrer erbauten Farben in Rängen, you know?
Je mehr Geheimbasen du findest und je mehr Fahnen du sammelst, desto höher ist your Rank. Warum die Geheimbasen Gildosos macht, weil sie dich auf den Sack gehen will und dich einfach von deinem Spielerlebnis abbringen möchte. Na, weil du viele Entertainment in den Geheimbasenalltag bringst. Mit klaren Zielen vor dem Auge kommt mehr Motivation auf. Und Fahnen erbeuten ist Abenteuer pur. Wenn du im Rang aufsteigst, passiert außerdem vor, dass sich der ganze Aufwand richtig lohnt. Also los, Partner, schnapp dir alle Fahnen, die du kriegen kannst, entkomm nie, dann wieder besuchen. Hier, Partner, ein kleines, feines Präsent dafür, dass du extra hier gekommen bist. Regaltafel. Mit der Regaltafel kannst du die Regeln vor Pokémon-Kämpfen in deinen Geheimbasen bestimmen. Es gibt many Deko-Objekte. Die Regaltafel hat eine Special-Funktion. Neue Deko-Objekte solltest du am besten einfach manchmal ausprobieren. Good luck. Jedenfalls und einen schönen Geheimbasenalltag wünsche ich you. Ich möchte deinen Tod sehen. Die Deko-Objekte kannst du hier kaufen. Werden sofort ein PC deiner Geheimbasis gesetzt. Ist das nicht großartig? Ich wünschte, ich könnte auch alles nach Hause nehmen. Hast du schon mal in Freunden Geheimbasis eingeladen? Man kann bis zu 5 Freunde einladen. Es gibt verschiedene Typen von Freunden, die unterschiedliche Talente verfügen. Als Astrainer bin ich zum Beispiel... Okay. Die Leute sagen dir bestimmt oft, dass du wie ein Pokémon-Fan aussiehst. Ja. Ah, wusste ich doch. Ich kaufe einen schönen Tisch für meine Geheimbasis. Und werde dann einen Tisch auf und Boden ganz nach Azura mit Puppe zu Pflaster sein. Oh, sorry. Es ist 23.45 Uhr. Also, seid mir nicht böse und ich muss hier die ganze Zeit vor dem Zaun, genau. Kauf mal meinen Zaun! Ja. Hocker und Tisch! Ja. Das war dies. Kommen wir jetzt zu jenem. Ach, das ist nur diese kleine Verbindung hier. Auf Bäumen zu leben ist echt klasse. Aber manchmal kommen Käfer-Pokémon durchs Fenster rein. Das kann ganz schön erschreckend sein. Ah, ihr habt doch einen Fritzeblitz. In Baumhäusern von Baumhausen City sind fantastisch. Ich finde, es gibt keinen das ist der beste Ort, um mit deinem Pokémon zusammenzuleben. Ob man nun will oder nicht, das ständige Rauf- und Runterklettern hält dann wirklich lang. Hier, nimm ein paar Putzeln. Treppe. Ich glaube, ich richte mir eine Geheimbasis auf dem Meer ein. Ich wollte an einem Baum wohnen. Aber das wohne ich ja sowieso schon. Mach das. Pokémon und Menschen haben immer im Einklang mit der Natur gelebt. Es gibt überhaupt keinen Grund, die Natur nach unserer Welt zu formen. Ja, der Vater hat eine ziemlich tiefe Stimme. Ja, guck mal, das ist die Arena, aber da kommen wir hier halt nicht hin. So. Judy, da war das Baumhausen City. Wir kommen nicht zur Arena und auch nicht zum Item, also weiter geht's. Und außerdem hat Troy ja so gesagt, wir sollen hier.
Also weiter geht's mit der Regenschirmdame. Ah, wenigstens sind wir bald bei der Safari-Zone. Wow. Bin ich froh, du. Oh, und ich frag mich echt, wie man zum Pyroberg kommt. Nachtie. Ohne Witz, nach dem Part muss ich echt Schluss machen. Ich habe 4 Parts in Folge aufgenommen. Oh Gott. Jetzt ist halt einfach mal fast 12, ne? Ich sag euch, das schlägt so ein bisschen echt aufs Genick. Aber da wird man dann schon ein bisschen wieder, muss man sagen. Eigentlich wollte ich sogar noch ein bisschen mehr aufnehmen, aber die Müdigkeit, die kommt jetzt so langsam ein bisschen durch. Ihr merkt das vielleicht. Ich glaube nicht, dass ihr die ganze Zeit ein paar Arts haben wollt, wo ich die ganze Zeit nur durch die Gegend gehe. Und der Part ist ja auch, glaube ich, nicht mehr so lang, ne? Nein. 4 Minuten noch, also. Sollte doch. Oh, fuck, ne Maus! War erstmal. Alter, nein, schon wieder dieses Hochgras. Ach, schon wieder dieser Doppelkampf mit der dämlichen Augen. Dieses Mal gebe ich kein Interview. Pio und Udo mit Magneton und Krakido. Nicht nur was zu Waffen, ihr seid dran. Ah, schon wieder Fall Magneton, ne? Ich verstehe mal. Ja, Toxin auf Magneton. Ach super, es hat mich mal auf Ohne wirken. Cool. Laubklinge auf Krakido. Jawoll. Gott sei Dank hatte der keine Schwebe. Sonst hätte das böse ausgehen können. Jawoll. Na bitte, war doch ordentlicher Kampf. Das ging sogar schneller als erwartet. Mann, ich will jetzt endlich in die nächste Arena. Und hier ständig hier den Weg zu bauen? Nein, ich will jetzt hier kein Interview führen. Ich will einfach nur weiter. Überschutt anrufen. Hey, die Musik von der Route ist aber ziemlich geil. Doch, die Musik gefällt mir. Hey, das, guck mal, das ist dieser Troy. Aber ich glaube, mit ihm reden wir erst im nächsten Part. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß auch schon, welches Pokémon da den Weg verspielt. Also, so viel kenne ich von der Generation. So, noch ein weiterer Vogel-Pokémon-Trainer. Der ein Pokémon hat ein Wablu. Auf Level 34. Das war ich ja auch schon mal überlegen, ob ich Wablu ins Team nehmen soll. Oh, 34! Das Wablu. Also, das ist schon ziemlich hart. Ich weiß nicht mal, was die Arena für Pokémon hat. Ich könnte mir aber anhand dieses Baumhausen City könnte ich mir eventuell vorstellen, so Gewalt-Pokémon, ich sollte sagen, Gewalt-Pokémon, wie komme ich auf den Namen? Gras-Pokémon, wollte ich sagen. Ich weiß doch, dass noch eine Psycho- und eine Flug-Pokémon-Arena fehlt, aber ich glaube, das ist... Oh, wir können doch noch mit Troy reden in diesem Part. Ja, das machen wir noch in diesem Part. Ja, du bist es, Luis. Schön, dass man sich wieder sieht. Wie geht es dir? Wie ist es dir ergangen? Ich hoffe, du holst alles aus dem Mega-Reif raus. Ich habe ihn bisher nur ein einziges Mal benutzt. Na, ach ja, stimmt. Das muss ich ja auch noch ändern, dass ich den Megastein noch verteile. Aber das machen wir erst. Irgendwann. Na, ich nehme an, dass dein Pokémon dir brauche ich dir keine Sorgen zu machen.
Okay, Leute, jetzt kann es weitergehen. Übrigens, hast du schon gemerkt, hier befindet sich etwas, mit dem man mit dem bloßen Auge nicht sehen kann. Aber wenn man dieses Gerät auf das unsichtbare Gerät setzt, dann... Ach, ich erspare mir die Erklärung und lasse dir jetzt einfach selber ausprobieren. Aber vorher muss ich dich etwas fragen. Ist dein Pokémon bereit für einen Kampf? Ja. Gut. Na dann, Fui, hier für dich. Probier es aus. Fui setzt das Devonscope ein. Ein bisher unsichtbares Pokémon wurde sichtbar. Das Pokémon erschrickt und greift an. Ja, jetzt wissen wir, was den Weg versperrt hat. Ein Kecleon. Ja. Ein Kecleon war's. Lass uns hier einen kleinen Streich gespielt haben. Das hat ja halt diese komische Fähigkeit Tarnung? Verwandelt sich in einen Pflanzentyp. Was schlecht ist. Okay, so schlecht war es jetzt nicht. Besiegt. Dein Kampfstil ist wirklich bemerkenswert. Dieses Gerät nennt man übrigens ein Devonscope. Mit dieser tollen Erfindung kannst du gerannte Pokémon, getarnte Pokémon sehen. Ich schenke es dir hier, bitte. Danke. Und das ist auch noch für dich. Gewaltronit. Dieser Stein ist einer meiner 5 Lieblingssteine. Er wird dir sicher gefallen. Weißt du was, Julian? Ich mag Trainer und Pokémon, die ihr Bestes geben. Genau, das gefällt mir so an dir. In diesem Beutel hat gerade etwas angefangen, etwas geleuchtet. Mein Spielsinn sagt mir, dass ein Stein war. Und zwar nicht gerade irgendein Stein, nein. Es muss ein Meteorit gewesen sein. Aber das ist völlig unmöglich. Ich muss mich getäuscht haben. Aber gut. Ich mache mich dann wieder auf den Weg. Ich bin mir sicher, wir werden uns irgendwo wiedersehen. Ja, und... wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bei Let's Play Pokémon Omega Rubin. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder dabei. Und ich sage, bis dahin, Leute. Und ciao. Also im nächsten Part gehen wir die Arena an, ne? Ciao.